Hallo, hier ist Silviane Müller von Nothing But Nails. Heute habe ich die Neumodellage von Judith für euch und da die ein bisschen sehr aufwendig war, hat es jetzt auch ziemlich lange gedauert, das für euch fertig zu machen. Deswegen gab es letzte Woche nämlich keins. Ich habe nämlich hier auf dem Hof im Moment so viel zu tun, dass ich eigentlich so für Videos, also gerade fürs Machen nicht, aber für die Bearbeitung des Videos bleibt oft nicht besonders viel Zeit, aber ich habe mir jetzt gedacht, ihr müsst das jetzt unbedingt sehen. Ich will es jetzt für Freitag auf jeden Fall drin haben und ich habe euch jetzt drin gelassen. Ablösen der alten Modellage für Judith heißt, mit dem blauen Hartmetallfräser dünne ich erstmal das Nagelbett richtig schön aus. Dann wird von vorne so ausgedünnt mit dem Fräser, dass ich quasi die Spitze einfach so abknicken kann. Dann arbeite ich mir mit dem Hartmetallkegel, den mit der runden Spitze, mache ich die Feinheiten. Also das heißt, ich arbeite ja nicht oder ich fräse ja nicht das komplette Material mit dem blauen runter, sondern ich arbeite mich immer weiter mit den Fräsern dorthin, damit ich dem Naturnagel nichts antue. Also, nach dem Hartmetallkegel nehme ich den Diamantzylinder und säubere die ganze Nagelhaut von der Nagelplatte oben am Wall und am Falz entlang. Dann gehe ich nochmal so am Hyponychium unten entlang. Das ist ja durch die lange Modellage bei Judith sehr empfindlich geworden. Also wer immer so lange Modellagen trägt, der hat auch ein sehr, sehr empfindliches Hyponychium. Das ist bei ihr so, also die jallert quasi immer, wenn die Nägel abhat, mach mal ganz schnell neu, mach ganz schnell neu. Da muss ich mich schon beeilen. Die kann noch nicht mal eine Tasse anfassen. So, die Haut mit dem Diamant, mit der Flamme in Feinheit. Drehrichtung wechseln und an der anderen Seite runter. Und wenn ich das alles fertig habe, dann tada! Wenn das mal immer so einfach gehen würde, einfach mal so klack, klack, alle runter. Mit Prep dehydrieren. So, und jetzt sind alle runter. Das hat jetzt fast eine Stunde gedauert oder sogar, ja, kann man sagen, eine Stunde. Dann wird mit dem Angel 2 und dem Rubber Base Rosé die dünne Schicht Base aufgetragen. Schön sauber, nicht die Haut berühren und in den Naturnagel schön einarbeiten. Das Ganze wird dann 60 Sekunden in der LED gehärtet. Und dann geht es weiter mit meinen Dual-Tipps, die ich ja für Judith immer brauche, und Purple Pink. Ich setze jetzt das Nagelbett an. Bedeutet, ich mache oben, also direkt am Nagelrand, eine ganz, ganz dünne Schicht. Deswegen arbeite ich mir das jetzt mit dem Pinsel da oben ganz dünn, weil ich ja durch das Ombre oben, ich will da ja gleich noch Porzellan oben auftragen. Das heißt, dass ich das wirklich jetzt ganz dünn arbeite. Im Nachhinein habe ich gedacht, naja, alles wäre ja ein bisschen einfacher gewesen, wenn ich es mit Schablone gemacht hätte. Aber bei Judith hält es einfach so super mit den Dual-Tipps. Und deswegen mache ich es jetzt so. 30 Sekunden in der LED härten. Dann wird der Tipp abgenommen und komplett durchgehärtet. Und wenn ich dann das Nagelbett fertig habe, dann feile ich mir erstmal meine Smile an. Und fräse mir von unten den Knubbel schön weg, der von dem Dual-Tip immer entsteht. Unten drunter. Das geht wesentlich einfacher,
wenn die Verlängerung, wenn das Weiße noch oder das andere noch nicht dran ist, da komme ich nämlich besser dran. So, jetzt wird die Smileline gefeilt. Und jetzt nehme ich den gleichen Tipp nochmal, beziehungsweise denselben Tipp und arbeite da jetzt meine Verlängerung dran. Dafür habe ich das Pure White. Immer schön darauf achten, dass ihr auch keine Luftblasen mit einarbeitet. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man den Tipp dann nochmal umdreht und von der anderen Seite schaut. Jetzt habe ich gesehen, na, da vorne an der Spitze, da fehlt mir noch Material und deswegen muss da zwingend noch was rein. So, jetzt das Ganze nochmal. Das ist eigentlich so ein ständiges Hin- und Herwechseln. Den Tipp drehen, wieder schön ausarbeiten. Je sauberer ich den Tipp jetzt von unten einarbeite, desto weniger Arbeit habe ich hinterher. Da habe ich eine Luftblase gesehen und die drücke ich mir jetzt erstmal raus. Ich habe mir mal gedacht, schön drin lassen, damit ihr das auch mal seht. Das nervt nämlich. Und dann wieder von vorne glatt streichen und wieder den Tipp umdrehen und von der anderen Seite. So schnell ist nämlich so eine Modellage mit Dual-Tipps gar nicht fertig. Das dauert schon eine ganze Weile. Jetzt arbeite ich mir so ein bisschen eine Smileline rein, aber jetzt nicht so doll, weil ich drücke mir ja den Tipp gleich an die vorhandene Smileline. So, die Lampe schon mal anmachen, dann den Tipp randrücken und Lampe drüber, anhärten und durchhärten. So, und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal ein bisschen andersrum. Beim nächsten Finger habe ich dann gedacht, so, jetzt arbeite ich mir erstmal mein Ombre auf mein Purple Pink. Das habe ich bei dem kleinen Finger, den ich jetzt vorher gearbeitet habe, hinterher gemacht und habe dann gemerkt, nee, das ist nicht so prickelnd, also lieber erstmal vorher, damit ich genug Material habe, um dann die weiße Spitze ranzudrücken. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt. Manchmal passiert sowas ja so beim Arbeiten, ne? Dass man dann denkt, da muss ich jetzt ein bisschen was ändern. Wollte ich aber jetzt drin lassen, damit ihr auch mal seht, ne? Learning by doing. So, und da muss ich ja jetzt gleich nochmal was drüber machen. Also, jetzt erstmal an der Verlängerung ein bisschen die Seiten gefeilt. Der Daumen befindet sich jetzt in der Lampe. So, und durch dieses Ansetzen habe ich dann gemerkt, oh, das ist aber sehr dünn geworden. Da habe ich dann hinterher nochmal Designgel drüber gearbeitet. Habe ich aber alles drin gelassen, also könnt ihr euch angucken. So, der ist jetzt ausgehärtet.
So, jetzt musste ich natürlich, weil die Nägel zu dünn waren, also besonders diese beiden, ich musste dann das Nagelbett nochmal neu ansetzen. Und da habe ich nämlich zu Judith gesagt, ey, weißt du was, besser wäre eigentlich gewesen, ich hätte dir mit Schablone einfach eine Verlängerung gemacht und dann das Nagelbett draufgesetzt. Da haben wir dann beide einmal ein bisschen Augen verdreht. Aber man hätte auch mit den Dual-Tipps eine einfache Verlängerung machen können und dann normal, also vielleicht mit Weiß die Verlängerung und dann normal mit Purple Pink das Nagelbett arbeiten. Also so, wie es jetzt da ist. Aber wie gesagt, das ist halt während des Arbeitens passiert. Und eigentlich lachen wir uns echt beim Arbeiten immer kaputt, was dann alles so passiert. Sowas habe ich eigentlich bei Katharina gar nicht. Da weiß ich immer genau, was ich machen will, wie es losgeht. Bei Judith ist dann immer zwischendurch dann mal einer, im Moment, den müssen wir jetzt noch ein bisschen anders machen, damit der gleich genauso aussieht wie der andere. Also jetzt wieder Smileline fallen. Deswegen die Aussage, wir hätten auch einfach eine Verlängerung machen können und da das Nagelbett drauf und da das Ombre oben auf das Purple Pink und dann das Weiß nochmal nacharbeiten. Ach, weiß ich nicht. Sowas ist auch okay. Jetzt kann sich jeder überlegen, wie er das gerne machen möchte. Nachdem ich die Smileline gefeilt habe, mache ich einmal den Staub weg, einmal mit Cleaner schön sauber machen. So, hier hatte ich ja jetzt das Ombre direkt gearbeitet und setze da dann gleich den Tipp an mit der Verlängerung. Und bei diesen beiden musste ich ja natürlich jetzt, beziehungsweise da den Zeigefinger habe ich gerade gesehen, habe ich auch so gehabt, da muss ich jetzt nochmal Pure White ansetzen. Und schön ausstreichen. Und natürlich muss jede Schicht wie Acrylgel 2 Minuten in der Lampe gehärtet werden. Jetzt haben wir da den Mittelfinger. Und jetzt kann ich ihn endlich ansetzen. Schön dran, Lampe drüber, anhärten, umdrehen, sauber machen. 30 Sekunden, abmachen, insgesamt 2 Minuten härten. So. Jetzt teile ich meine Form. Jetzt sehen eigentlich alle gleich aus, also alle haben im Nagelbett ein Ombre, alle haben eine weiße Spitze, nur bei einigen ist es halt anders gearbeitet worden als bei den anderen. Wichtig ist aber immer, dass das Endergebnis gleich aussieht. Wir zäumen die Pferde dann zwischendurch ein bisschen anders auf. So, und jetzt arbeite ich mir meine Form fertig. Und habe trotzdem hinterher gedacht, für mich wäre das jetzt in Ordnung gewesen, für Katharina wäre das auch in Ordnung gewesen, aber für Judith reicht diese Dicke nicht aus. Das heißt, ich feile jetzt komplett alle Nägel fertig und dann
gibt es nochmal eine Verstärkung mit Designgel. Muss einfach sein, geht nicht anders. Trotzdem feile ich meine Oberfläche sauber zu Ende, weil ich das quasi mit Modellage ohne Feilen mache. Es wird nur hinterher ein bisschen gebuffert. Das war's. Wer die Fallschritte nochmal ganz genau sich angucken möchte, es gibt immer in der Videobeschreibung ein Video, das heißt Fallen und Fräsen, das habe ich immer unten drin. Da könnt ihr euch das ganz genau nochmal anschauen, wie ich feile, mit welchen Fallhaltungen, Fallschritten. Alle Fallschritte werden mit dem Buffer nochmal gearbeitet und was auch ganz, ganz wichtig ist, alle Produkte, die ihr jetzt hier seht, die bekommt ihr auch bei uns im Shop. Und ich kann mich eigentlich immer nur wiederholen, es ist wichtig, dass unser Shop am Leben bleibt. Es nutzt nichts, wenn ihr euch Videos anschaut und dann irgendwo in irgendwelchen billigen Shops irgendwas bestellt. Erstens macht ihr unsere Branche kaputt und zweitens würde ich mich tierisch freuen. Und ich weiß, wer bei mir seine Produkte bestellt und das finde ich auch richtig, richtig klasse von euch, dass ihr uns auf jeden Fall die Treue haltet. Das finde ich super. So, jetzt wird es nochmal mit Brio Plata, wird nochmal in das Ombre oben ein bisschen Gold-Silber-Glitzer eingearbeitet. Brio Plata ist schon eine Farbe, die wir sehr lange im Sortiment haben. Die finde ich auch richtig, richtig toll. Wird ein kleiner Verlauf gemacht bis unten. 60 Sekunden in der LED gehärtet. So, und jetzt kommt mit dem Designgel nochmal quasi Modellage ohne Feilen. Eine dünne Kontaktschicht. Auch hier habe ich jetzt den Enjoy 2 für genommen. Ich arbeite das unheimlich gerne mit dem Enjoy 2 und dem langen 3D Gelpinsel. Die Kontaktschicht super sauber auf dem Nagel auftragen, nicht die Haut berühren, weil sonst das Gel, was ich gleich, das größere Bällchen, sofort der Kontaktschicht folgt in die Haut. Also das ist mega wichtig, dass ihr nicht die Haut berührt. Jetzt kommt das dicke Bällchen, das wird jetzt auf dem Apex abgelegt und mit Gefühl ganz langsam nach unten arbeiten und mehr die Mitte, also über die Mitte hocharbeiten und zur Seite und nach unten hin auslaufen lassen. Und das kann man ganz, ganz, ganz toll mit dem langen 3D-Gelpinsel arbeiten. Wenn euch was fehlt, nehmt ihr einfach was nach. Und das Ganze wird dann 60 Sekunden in der LED gehärtet. Arbeite ich auch jeden einzeln, damit er auch auf jeden Fall härtet, so wie ich es gesetzt habe. Gucken uns die anderen nochmal an.
Und das Ganze wird dann gebuffert. Das habe ich jetzt leider im Video nicht mehr mit drin. Wenn das alles ausgehärtet ist, gebuffert. Einmal oben über die Ränder, einfach nur zur Sicherheit. Ihr könnt auch direkt versiegeln, aber ich habe es ja immer ganz gerne. Dafür nehme ich den langen Lackierpinsel und den Unisealer. Das ist der Versiegler mit Schwitzschicht. Da könnt ihr auch alle fünf gleichzeitig versiegeln und dann bin ich fertig. Also es hat wieder sehr lange gedauert. Wir haben, ich glaube, um 10 Uhr angefangen, ablösen bis 11 und dann bis 16 Uhr die ganze Modellage gearbeitet. Vielleicht wäre es eine halbe oder eine Dreiviertelstunde schneller gewesen, aber naja, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr durcheinander gebracht mit meinen verschiedenen Arbeitsweisen. Stellt mir ruhig Fragen unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.